Ja, sorry. Jetzt haben wir den epischen. Habt ihr den ganzen epischen Kampf verpasst? Ich bin ein Idiot. Ich habe da gar nicht drauf die Aufnahmetaste gedrückt. Naja, was soll's. Ich habe die Festung. Zwischendurch musste ich mal. Ich hole mir noch das Zeug da schnell. Ich gehe gleich ran da. Zwischendurch musste ich mal. Oh, ich bin schon wieder viel zu gierig. Komm, komm, komm. Jetzt aber. Metall ist gut. Wir haben ja auch noch nicht genug. Was haben wir am Metall? Ja, da ist noch Luft. Also ich habe mich einmal gerettet, indem ich ein Schiff, was ich vorher beschossen hatte, geändert habe. Und damit mein der Kampf war heftig. Ich habe auch keine Mörser mehr. Und ihr seht ja, meinem Schiff geht es richtig gut. Das heißt, ich habe zwischendurch dann mal meine Jackdaw repariert. Und das so geschafft. Und nun geht der Kampf auf der Festung weiter. Der Kampf. Dann gehen wir da ran. Hops. Und dann geht's hier hoch. Jetzt nimmt's aber auf. Ja, mein Mikrofon verdeckt den Hut auf der Tastatur so ein bisschen. Dadurch habe ich das nicht gesehen. Den Spiel habe ich mir ausgeschaltet. Aber den schalte ich mir mal mit ein, dann sehe ich das. Dann habe ich eine doppelte Kontrolle. Das stört ja da oben nicht. Jetzt geht das wieder los. Waffen sind richtig ausgewählt. Ich wurde hier schon gesehen. Aha, von dir. Wisst ihr was? Mir fällt gerade was ein. Nee, die ist aufgeladen. Gut. Siehst du mich da etwa? Was denn? Ich gehe doch hier nur spazieren. Hast du ein Problem damit? Wo sind die denn alle? Was? Bastard? Da hinten ist einer. Dann gehen wir mal hier lang. Und wieder klappt es nicht. Ach, du solltest dich da festhalten! Idiot! Dann sind die Zahnstocher wichtiger. Jetzt muss ich hier rumrennen. Entschuldigung. Ich dachte, er springt da ran und hält sich fest, aber er hatte ja die Säbel in der Hand. Und was er jetzt hier wieder veranstaltet, weiß ich auch nicht. Ich meine, Waffenauswahl. Ja, was habe ich denn hier? Ihr benutzt. Idiot. Hüpf hoch. Ich wollte schlau. Oh, da liegt schon einer. Ich wollte schlau sein. Das kam dabei raus. Geht doch. Warum geht das nicht immer? Wo sind denn jetzt die Gegner? Die sind da hinten. Ach, das macht ihm nichts. Der steht ja wieder auf. Der ist tot. Oh, drei so eine Hampelmänner. Oh, lauf, 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 lauf. Oh, schon wieder. Ich kann... Oh, Mann! Hüpf doch mal beiseite! Hüpf! Hüpfen geht nicht mehr. Ausverkauft. Weg! Könnt mir am Arsch... Deckt mich am Arsch! Ja, auf euer Dach lasst hier nichts kommen, ne? Da oben ist wohl hoffentlich keiner. Ah, das ist ein Abstergo. Wo sind denn da Gegner da drüben? So, jetzt mal ganz ruhig. Regeneriert sind wir auch. Da ist einer und da oben.
Oh, ich drücke B. Spiel. Und jetzt werde ich noch durch die Welt gekloppt. Mann, diese Kamera. Ich laufe jetzt einfach weg. Oh, dann bleib doch nicht stehen. Dann hat er eben geschossen. Na und? Kletter hoch. Spring weg. Komme ich jetzt hier hoch? Ach, hier komme ich hoch. Hier dachte ich, ich komme da hoch. Nein, ich komme nicht hoch. So, jetzt werde ich erstmal Waffe nachladen. Hier habe ich Ruhe. Und mich erholen. Ja, ist nachgeladen. Gut. Jetzt warten wir erstmal, bis er sich wieder aufgebaut hat da oben. Da ist schon viel Gelinche. Aber ist ja jetzt auch das letzte vor. Dann brauche ich mich damit nicht mehr rumquälen. Hier ist so weit weg. Was war das jetzt wieder? Also den Controller dabei darf man nicht bewegen. Dann kommt er durcheinander. Oh, ich hab doch nachgeladen. Lädt er nur die Waffe nur einmal nach? Was soll denn dieser Quatsch? Er hat 4 Waffen. Hab ich extra geskillt. Ach, jetzt geht's. Na gut. Die beiden sind dann schon mal weg. Munition plündern. Ja, du mich auch mit deinen Upgrades. Wir plündern mal schnell. Wir haben aber nichts gehabt. Ich soll die Gegner anlocken mit Pfeifen. Hahaha. Der müsste aber jetzt die richtige Munition haben. Ist hier noch ein Ding versteckt? Hier bei mir? Ach, guck mal, hier sind auch die kleinen Fässer. Ich denke an sowas immer nicht. Ich muss nach oben weiter. Nee, ich muss da hin. Hier muss ich hin. Und hier ist der eigentliche Kommandant. Ja, kletter mal hoch. So, es reicht. Ging natürlich wieder nicht so, wie ich wollte. Ach, was soll's. Das war das letzte vor. Und nun? Passiert was? Irgendeine Sensation? Irgendwas Tolles? Ja, wir haben es. Und weiter? Oh, das ist noch ein legendäres Schiff. Oh, ich freue mich so. Schnellreiseziel freigeschaltet. Mehr nicht? Hm. Was bist du für einer? So, jetzt sind wir erstmal wieder sauber. You'll want nothing but can be found here, sir. Kaufen. Wir kaufen uns alles. Feuerpfeffer habe ich auch. Ach, ich habe sogar mal einmal Feuerpfeffer. Feurigen Pfeffer rausgeschmissen. Was sagt die Zeit? Ist gut. Okay, weg, weg. You ja. Have my thanks. Fehlt ja nun die Hälfte der Folge. Die letzte epische Seeschlacht. Ach so, ich wollte mal das markieren hier. Das machen wir, das ist... Ich habe auf A gedrückt, aber es klappt eben nicht immer gleich. Und dann, um das damit das schneller geht, habe ich dann auch gleich auf B gedrückt. Und das war dann verkehrt. So, hoch hier. Mit A und B meine ich natürlich die Tasten vom Controller. Weil ich spiele ja mit Controller. Wie man schon gesagt hat. Und manchmal mit Maus. Und hier ist eine Truhe. Komm. Hier ist auch ein Abstergo noch. Ach, der ist da hinten. Ich meine, ich drücke ja dann immer die Lauftaste, damit er ein bisschen schneller geht, weil er geht ja dann wirklich ganz gemächlich, ne? Also, als ob er spazieren geht. So läuft er hier. Ich kann nicht auf diese Mauer klettern. Jetzt kann... Oh, jetzt springst du hier runter. Jetzt ist mir das egal.
Arsch. Da unten. Halt. Jetzt. Und wir gucken mal. Hey, Karte. Dahin. Ja, meine blöden beiden Assassinenaufträge, die werden wohl nicht mehr verschwinden. Das muss ich wohl dann mal offline versuchen. Da ist ein Boot. Da kommt man denn... Ah, guck mal, da komme ich denn auf mein Schiff, wenn ich den Sprung überlebe. Ich habe ihn überlebt. So, jetzt müssen wir erstmal überlegen, was wir als nächstes tun. Was ist denn das hier? Mysteriös. Und was ist das? Newbone. Wir haben hier immer noch keine Assassin, keine Templer-Mission, ne? Ich schaue jetzt nochmal ganz langsam. Aber ich sehe dieses Templer-Symbol nicht. Hier ist Nassau. Nee, ich rede in Nassau war doch ganz woanders, du Idiot. Das ist nur wieder ein Lager ausrauben hier. Wir werden mal zu Mysteriosa. Oh, was haben wir denn da vor meinen Augen? Segel setzen! Die Neptun, das ist ein dicker Brocken. Ach, scheiße. Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind! Stopp, Rahm und Marssegel! Der ist dick und träge. Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Hebt den Befehl, Sir! Feuer! Patrouillieren in diesen Gewässern, Captain. Segelreft raus aus der Böe! Alle Segel, Bewegung! Feuer! Ja! Kanone bereit! Schnell, 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 schnell! Ah, scheiße. Wo ist sie? Wenigstens so als Entschädigung. Segel einholen. Feuer! Ja, zum Entern auf dein Zeichen, Captain. So. Das wäre ja dann wohl geklärt. Das wird aber ein harter Brocken. Hauptsache, die anderen mischen sich nicht ein. Aber hier mischt sich weiter keiner ein. Oh, ich sehe da was im Hintergrund. Das habe ich natürlich nicht wieder nicht bedacht. Und ich wundere mich aber, wir haben doch alle vorn eingenommen. Den gegnerische Idee, die Pulverreserven zerstören und den Captain töten. Na gut. So. Das wird wahrscheinlich nicht viel bringen, aber ich schieße mal trotzdem. Die haben was zerstört. Das war's schon. Von 20. Pulverreserven haben wir gar nicht zerstört, aber den Captain, den haben wir erledigt. Oh Mann! Oh, ich drücke B! Oh nein! Das war knapp.
sehen. Ich muss mich mal ein bisschen aus Position bringen. Wo kann ich denn jetzt hin? Meine Waffen sind natürlich wieder nicht aufgeladen. Wo sind denn hier die Pulverreserven? Ach da. Spring doch einfach hoch! Nein! Was macht er, du? Der hat ein Eigenleben, der Junge. So, jetzt. Eigentlich sollte er das Seil nehmen, aber... Edward ist ein Dickkopf. Ein störrischer. Spring doch einfach mal auf! Mensch! Geh nach oben. Ich bin weg. Ah, geht noch. Gut. Da ist das Fass. Tut mir leid, Junge. Warum? Warum? Ich bin wahrscheinlich nicht hoch genug. Jetzt bin ich hoch genug. Geschafft. Boah, ein Gefluche. Aber wir haben ein dickes Schiff. Wie sieht denn eigentlich mein Schiff aus? Und mit viel Ladung vor allen Dingen. Dem geht's gut. Das nehmen wir in die Flotte auf. So einen dicken Pumpen können wir gut gebrauchen. Achtet die Hauptsegel! Guck mal, hier ist ja richtig was los. Holz, Metall. Holz. Und der Dicke ist mit denen beschäftigt, so wie es aussieht. Entschuldigung. Ich bin nur ein Vorbeisegler. Kommen wir da eigentlich, wie kommen wir da eigentlich rum? Da will ich rein. Ach so, dann kann ich da ja rum. Dann kann ich ja außen rum. Dann ist ja alles gut. Das wusste ich jetzt nicht so genau. Ich will jetzt nicht zwischen den Jungs da durch. So, dann haben wir das auch noch gemacht. Dann haben wir jetzt alle Forts. Alles auf der Insel, auf der Karte ist jetzt erstmal freigeschalten. So. Jetzt geht's hier mal durch. Und dann? Was? Wir wurden getroffen? Ist das richtig so? Nein. Alle außer Großberg! Haltet kräftig dagegen! Herr Segelmänner! In die Bugbanden! Na los! Gleich sind wir da. Segel setzen! Alle Segel klar zum Setzen! Springfische! Ja, ich werde dann wohl mal irgendwann beim nächsten Mal offline diese beiden Assassinaufträge erledigen müssen. Na, da sind schon die Anlagen. Hier ist das. Hier sind wir richtig. Wow. Guck mal, da ist auch ein Boot. Einhol! Bergen! Alle Segel bergen, Männer! Der Captain geht schwimmen! Gar nicht! Ah, hier ist eine Flaschenpost. Wo? 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 Da! Haben wir die auch?
weiß gar nicht, wie viele es da gibt. Ach, der Herr mit den Schreibfehler. Guck, jetzt haben wir die 6. Neulich habe ich doch noch festgestellt, dass uns die 6 und die 7 fehlt. Jetzt fehlt uns nur noch die 7 und die 1 und wer weiß. Wir wollen mal gucken, wo haben wir einen Aussichtspunkt da oben. Also muss ich da hin. Hier ist noch so ein Abstergo. Der ist aber da ganz weit oben. Wow, wir gehen erstmal zum Aussichtspunkt. Das schaffen wir noch. Den synchronisieren wir noch. Sind ja nur 80. Auch mit Wasserfall und geil und schön. Aber hier sind auch... Ich glaube, ich muss hier lang. So eine Maya-Dinger waren hier auch. Wo ist der jetzt? Da oben. Boah. Wenn es läuft, dann läuft es aber auch mit dem Gehüpfe, ne? Denn... Oh, zu früh gelobt. Viel zu früh gelobt. Geht doch. Oh. Oh Gott, da müssen wir irgendwie hoch. Ich will erst den Aussichtspunkt synchronisieren. Das haben wir ja gefunden. Haben wir hier auch eine Schatzkarte für? Hier liegt auch noch eine. Schaut mal. Der Aussichtspunkt ist... Wo ist der Aussichtspunkt? Da drüben. Ja, wir hatten mal für so eine Stelle eine Schatzkarte. So, dann machen wir das mal. Dann schauen wir mal, was hier so ist. Boah, was war das da für ein Riesenvieh da draußen? Ich meine, das Schiff natürlich. Dann gucken wir mal, was wir hier so haben. Ja, hier habe ich zu tun. 2 Maya-Stelen. Oh, hier habe ich ja richtig zu tun. Da unten auch noch. Na, das gucken wir uns an. Aber schwer steht hier. Oh Gott. Aber das werde ich offline machen. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Da sind schon die ersten Sachen. Guckt mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.